Wohoho, scheiße! Jo, moin moin! Der Michi hat mich heute auf der Arbeit mal besucht. Moin. Und wir werden zusammen Hunsbeck fahren. Du kennst die Strecke, auch die neuen Elemente kennst du auch schon, ne? Ja, genau. Heute mal langsam anfangen. Hatte ja zwei Rippen durch, eine angesplittert noch dazu, macht 2,5. Langsam wieder reinkommen in die Materie. Der Timmy hat gesagt, ich habe zugenommen, da muss ich langsam gegenarbeiten. Alles klar, dann sind wir mal gespannt, was so uns hier erwartet. Da war das auch gut. Dämpfer soll ich vielleicht aufmachen, ne? Wow, bisschen frontlastig. Hey. Ruhig, Brauner. Echt? Ist Fury wieder wild oder was? Sehr geil.
Der Schotter ist echt tückisch hier, ne? Ja, habe ich gesehen. Ich hab das aber auch. Alter, Schotter, Schotter, Schotter. Und jetzt müsst ihr noch da unten kommt er. Jo. Wohoho, Scheiße! Das ist viel zu weit! So, wir sind durch mit der Tour. Wie war's? War saugeil. Nach 5 Wochen richtig Vollgas gegeben. Die erste Runde merkst du in den Lungen und in den Rippen noch und in den Beinen, aber Hunsbek lohnt sich mittlerweile immer mehr. Ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr hier in Dänemark im Urlaub seid, einfach mal herkommen, Hunsbek Plantage. Die Jungs machen ja echt wirklich was. Vor allem das Geile ist, es ist ja auch nicht so lang, ne? Es sind ja nur so 3 Kilometer oder 4 maximal, glaube ich. Und doch, lässt sich gut senden auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. Von allem was dabei. Schöne kleine steile Kurven, kleine Kicker, kleine Tables. Oh, alles dabei. Sagen, muss ich auch sagen. Also ist echt geil, lohnt doch. Ne? Sonst warten wir. Nö, eigentlich nicht. Doch gut. Haut rein. Ciao. Ja, und was ich nochmal sagen wollte, beziehungsweise euch fragen wollte, ich bin diesmal ja mit dem Fullface-Helm gefahren. Und fandet ihr die Sichtweise besser? Und wie war es mit dem Windgeräusch? Weil ich mir auch noch so einen Schaumstoff für die GoPro gekauft habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare und sagt einfach mal, was ihr da so von haltet.